Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. In dieser Woche wollen wir uns ein wenig mit Überlegungen auseinandersetzen, die etwas theoretischerer Natur sind. Dabei geht es vor allem zunächst einmal darum, zu analysieren, was für ein Laufzeitverhalten eigentlich unsere Algorithmen haben, die wir in der letzten Woche beispielsweise umgesetzt haben, an dem Beispiel des Wörterbuchs, an der Datenstruktur, und wie wir vielleicht dann eben auch Verbesserungen vornehmen können. Solche Effizienzüberlegungen sind ein wichtiger Aspekt in der Informatik. Es gibt verschiedene Qualitätskriterien, die man anlegen kann an Programme, die man geschrieben hat. Dazu kann sowas gehören wie beispielsweise die Benutzbarkeit. Dazu gehört aber eben auch so etwas wie Zuverlässigkeit, die Korrektheit, haben wir auch schon drüber gesprochen, und aber eben auch so etwas wie das Laufzeitverhalten, die Effizienz, sprich eben, ob ein Algorithmus, ein Verfahren, das wir implementiert haben, sich so verhält, dass man es auch tatsächlich ernsthaft benutzen kann und dass es eben nicht zu lange dauert, bis man irgendwelche Rückmeldungen bekommt. In diesem ersten Video wollen wir zunächst mal die Implementierung von der letzten Woche uns angucken, wo wir das Wörterbuch als Array implementiert hatten, und da gucken, wie verhält es sich mit der Laufzeit von den Algorithmen, die wir da implementiert haben, sprich von den Methoden, die wir verwendet haben, insbesondere eben von den Methoden Lookup, Insert und Remove. ToString ist klar, die braucht immer mindestens so lange, wie wir Einträge im Wörterbuch haben. Das geht gar nicht schneller, weil wir ja jeden Eintrag einmal angucken müssen. Sie dauert hoffentlich nicht länger als das. Aber die Methode lassen wir mal außen vor. Wir konzentrieren uns also auf die drei Kernmethoden Lookup, Insert und Remove und fragen uns, was haben die denn eigentlich für eine Laufzeit? Im nächsten Schritt werden wir dann hergehen und überlegen, ob man das vielleicht besser hinbekommt. Aber nehmen wir uns das zunächst mal so vor. Schauen wir hier noch einmal kurz auf unsere Klasse, die wir beim letzten Mal implementiert haben. Das war also die Class Dictionary. Sie hat einen Konstruktor, der ist natürlich in 0, nichts erledigt. Der erzeugt einfach ein leeres Array und das war's. Das ist also nicht weiter kritisch. Außerdem macht man das für ein Wörterbuch natürlich nur ein einziges Mal. Dann aber die eben wie gesagt interessanten Methoden Lookup, also nachschlagen in dem Wörterbuch, Insert, einen neuen Eintrag einfügen und Remove, das Entfernen aus dem Wörterbuch. Gucken wir uns das also jetzt einmal an. An dem Beispiel eben mit dem Array, so wie wir das oben rechts aufgemalt haben in dem Bild, erkennen wir das ja, dass die Einträge da drin stehen. Sie sind nicht sortiert. Das heißt also, das Einfügen ist im Grunde genommen schon mal eine sehr, sehr einfache Funktion, die wir da haben, weil wir einfach nur ein Element hinten dranhängen. Aber tatsächlich hatten wir eben beim letzten Mal ja gesagt, wir wollen verhindern oder wir müssen verhindern bei der Art der Implementierung, wie wir sie vorgesehen haben, dass ein Eintrag mehrfach vorhanden ist. Das heißt, beim Einfügen müssen wir zunächst erstmal nachschlagen, ist das Wort vielleicht schon enthalten im Wörterbuch. Und das wird also eine kritische Methode für uns sein, erstmal herauszufinden, wie ist denn das Laufzeitverhalten von dieser Methode Lookup, also mit der wir nachschlagen können, ob ein Eintrag bereits vorhanden ist. Deshalb fangen wir mal die Analyse damit an. Die Laufzeitanalyse ist also insofern eine sehr wichtige Analyse halt. Sie gibt uns ein Maß für die Effizienz von Algorithmen. Der Speicherplatz, den man benötigt, ist ein weiteres Effizienzmaß, das man anlegen kann. Um das wollen wir uns hier nicht kümmern. Das soll uns an dieser Stelle mal nicht interessieren. Das wäre nochmal ein ganz separates Thema. Wir wollen uns mal auf Laufzeitverhalten in dieser Woche hier beschränken. Jetzt ist die Frage, wie messen wir denn das eigentlich? Wir können uns natürlich mit der Stoppuhr hinstellen und ausprobieren, wie lange dauert das denn. Das gibt allerdings ziemlich ungenaue Werte, insbesondere wenn das Verhalten eben doch so ist, dass man, naja, vielleicht es nur im Sekundenbereich ist oder vielleicht sogar noch weniger als das, dann kann man sagen, dann kommt es auch nicht so drauf an. Aber wenn wir sehr viele solche einzelnen Operationen haben, dann kann das eben doch eine Rolle spielen. Also stellen wir uns vor, wir haben eben einen Katalog, der eben aus 1 Million Einträgen besteht beispielsweise. 1 Million Einträge ist schon eine ganze Menge, aber vielleicht hat er sogar 10 oder sogar 100 Millionen Einträge. Und damit müssen wir halt umgehen können. Und da wollen wir eben jetzt in diesem Wörterbuch, aus diesen, sagen wir mal, eben von mir aus 1 Million Einträgen, wollen wir eben jetzt herausfinden, den Wert zu einem ganz bestimmten Schlüssel. Das heißt also, unsere Methode Lookup, ich habe sie hier unten nochmal aufgeschrieben, wie sie im Kern aussah. Also eine Schleife, die von vorne bis hinten durch das Array läuft. Und jetzt machen wir mal eine vereinfachte Annahme, weil die exakte Laufzeitanalyse eben vielleicht, wie gesagt, ein bisschen schwierig ist. Also, oder auch mit Unsicherheiten behaftet ist, zum Beispiel davon abhängt, was für einen Computer wir gerade verwenden und sowas. Und deshalb machen wir eine ganz einfache Abschätzung. Wir sagen einfach, jeder Befehl, den wir haben, erfordert genau eine Zeiteinheit. Jeder Befehl heißt jeder elementare Befehl. Also zum Beispiel so eine Zuweisung, let i gleich 0, wäre eine Zeiteinheit. Oder eben die Abfrage, ob i kleiner this.data.length ist, die Bedingung, wäre wieder eine Zeiteinheit. Die Anweisung i++, also den Wert von i um 1 zu erhöhen, würde wiederum eine Zeiteinheit bedeuten. Da sehen wir aber schon einen kleinen Unterschied. Die Initialisierung, let i gleich 0, findet natürlich nur einmal statt. Deshalb ist das wirklich nur eine Zeiteinheit.
Die Bedingung müssen wir aber in jeder Runde überprüfen. Das heißt, die Anzahl der Runden, die wir haben, wird also definieren, wie oft wir diese Anweisung durchführen. Also haben wir eine Zeiteinheit pro Runde. Und das gleiche gilt für die Aktualisierung, also I++, die auch einmal pro Runde durchgeführt wird. Dann haben wir alles, was innerhalb der Schleife stattfindet, wird natürlich auch einmal pro Runde durchgeführt. Da haben wir die if-Abfrage. Das ist einmal eben das if, this.data an der Stelle i.key. Auch das wäre eine Zeiteinheit, nehmen wir da vereinfacht an, wieder an dieser Stelle. Und dann haben wir die Rückgabeanweisung innerhalb der if-Abfrage, die ebenfalls eine Zeiteinheit braucht. Warum steht da nicht pro Runde? Naja, sobald diese Anweisung einmal ausgeführt wird, wird die Schleife ja abgebrochen. Das heißt, dann läuft das Verfahren nicht weiter. Das heißt, diese Rückgabeanweisung wird exakt einmal ausgeführt und dann geben wir die Kontrolle ja zurück an die aufrufende Stelle. Das heißt, unsere Methode endet an diesem Zeitpunkt. Genau das Gleiche gilt auch, wenn die Schleife von vorne bis hinten durchlaufen wird und das Element nicht gefunden wird. Auch dann haben wir genau einmal die Rückgabeanweisung, nämlich als allerletztes das Return False da stehen. Wenn wir das jetzt also einmal addieren, dann heißt das, wir haben insgesamt T, die Zeit soll das sein. Jetzt kommt ein kleines bisschen eine Formel mal zur Abwechslung hier, aber eine einfache Formel nur, wie wir sehen, ist dann 1, die Initialisierung am Anfang, plus 3 mal n, wenn n die Anzahl der Runden ist, die wir durchlaufen, plus 1 für die Rückgabeanweisung. Und das sind ungefähr 3 mal n. Stellen wir uns vor, also wir können das so ein kleines bisschen abschätzen, eben stellen wir uns mal vor, wir haben da eben große Werte für n gleich 1000, dann hätten wir eben in Wirklichkeit 3002. Ob das dann 3000 oder 3002 ist, das macht den Kohl dann nicht fett gewissermaßen. Und deshalb machen wir es eben grob abschätzend. Und vor allem interessiert uns das immer für sehr große n. Also nehmen wir eben zum Beispiel an n gleich 1 Million und dann merkt man, dass der Fehler, den wir machen, wenn wir diese 2 da schlabbern, gar nicht mehr ins Gewicht fällt, der wird noch viel, viel kleiner, prozentual gesehen, zu der Größe von n. Also n dominiert hier ganz klar, also die Anzahl der Runden, die wir brauchen, dominiert ganz klar die Laufzeit für diesen Algorithmus. Und man sagt jetzt eben auch, dass die Laufzeit für dieses Verfahren hier, also für diese Methode, linear in n ist, denn n ist 3 mal n ist eine lineare Funktion. Deshalb sagt man, spricht man einfach davon, wir haben eine lineare Laufzeit. 3 mal n, eben in n linear. Wenn n doppelt so groß ist, ist die Laufzeit, die wir benötigen, doppelt so groß. Wenn n 10-mal so groß ist, ist die Laufzeit 10-mal so groß. So einfach ist das im Grunde genommen. Was ist hier bei n jetzt? Die Anzahl der Runden hatte ich gerade gesagt. Was bedeutet das aber konkret? Das bedeutet, n ist die Position, an der sich das gesuchte Element befindet, falls es enthalten ist, oder die Länge des Arrays. Der ungünstigste Fall ist, dass das Element, das wir suchen, also der Schlüssel, Key, der uns übergeben bekommt, ganz am Ende des Arrays steht oder sehr weit hinten zumindest steht. Dann ist n also nämlich ungefähr gleich der Länge des Arrays, sprich der Anzahl der Einträge in unserem Wörterbuch. Oder aber eben, dass der Schlüssel überhaupt nicht vorhanden ist. Dann müssen wir auch das komplette Wörterbuch durchlaufen. Jetzt ist das diese sogenannte Worst-Case-Analyse, die wir hier gerade machen. Was passiert im ungünstigsten Fall? Jetzt können wir natürlich den Best-Case analysieren. Das ist sozusagen unser Traumfall, der ist nämlich der, dass wir gleich als allererstes den gesuchten Schlüssel finden, also das erste Element im Array oder eins der Elemente ganz vorne zumindest direkt der gesuchte Schlüssel ist und dann sind wir natürlich ganz schnell fertig. Dann haben wir also eine Laufzeit, die sehr, sehr gering ist. Best Case tritt aber vielleicht eben nicht so häufig auf. Worst Case, kann man sagen, tritt genauso selten auf wie der Best Case. Und dann kommt man zu der Frage hin, kann man denn eine durchschnittliche Analyse machen, eine Average Case Analyse. Da beschäftigen wir uns später auch nochmal mit. Im Augenblick machen wir erstmal nur eine Worst Case Analyse. Das heißt, uns interessiert im Moment nur, wie lang dauert es im schlimmsten Fall. Und im schlimmsten Fall wäre also n gleich der Länge unseres Arrays oder ungefähr gleich der Länge unseres Arrays. Das heißt also, wir haben bei 1 Million Einträgen entsprechend hier eben 3 Millionen, 3 mal n, viele Schritte, die wir ausführen müssen, also Zeiteinheiten, die wir benötigen. Und das ist eben mitunter schon eine ganze Menge. Gut, gucken wir uns jetzt mal die anderen Methoden daraufhin an. Gucken wir uns als nächstes die Methode Insert an. Insert bekommt einen Key und ein Value übergeben und jetzt geht die Methode los. Was sie als erstes macht, ist, sie macht eine if-Abfrage. Jetzt könnte man denken, ja, das geht ja ganz schnell. If-Abfrage, hatten wir gesagt, dauert eine Zeiteinheit. Aber da müssen wir jetzt genauer reingucken, was steht denn in der runden Klammer? Und da stellen wir fest, da steht ein Lookup drin. Das heißt, diese unscheinbare Anweisung, die wir da drin stehen haben in dieser Bedingung, die kostet nicht etwa nur eine Zeiteinheit, sondern die kostet tatsächlich eben 3 n-Einheiten, wenn n
unser Schlüssel ist, den wir suchen, beziehungsweise in diesem Fall halt, wenn wir ein neues Element einfügen, gehen wir ja sogar davon aus, dass das Element hoffentlich, jedenfalls noch gar nicht im Wörterbuch enthalten ist. Das heißt also, wir brauchen wirklich das komplette Array, müssen einmal durchlaufen. Wir brauchen also wirklich die vollen 3n an Laufzeit. Das heißt also, das dauert schon mal genauso lange, wie das Lookup dauert. Das Lookup hatten wir eben schon abgeschätzt, wie lange das braucht. Wenn das Lookup dann gelaufen ist, dann sieht man aber, dass der Rest relativ flott geht. Da findet eben noch dieser Vergleich statt, ob das gleich false ist, kostet eine Zeiteinheit. Da muss das Wort einmal erzeugt werden. Da sagen wir mal, das sind zwei Zeiteinheiten, einmal das New Word und einmal das Data Push, was wir da haben. Das sind also zwei Anweisungen, die ja im Grunde genommen ausgeführt werden, auch wenn das hier in einer Zeile zusammengeschrieben steht. Und dann kommt eben anschließend das Return True noch dahin. So, und dann haben wir eben auch an dieser Stelle dreimal N-Anweisungen, die kommen nämlich von dem Lookup. Und der Rest sehen wir schon, das ist im Prinzip nur noch Kleinkram. Das sind nur noch konstant viele Schritte, die wir da brauchen, ganz wenige. Die fallen dann wieder nicht ins Gewicht, wenn, wie gesagt, unser Wörterbuch einigermaßen groß ist. Bei 1000 Elementen, die wir im Wörterbuch haben, wie gesagt, etwa 1000 Schritte. Bei einer Million eben eine Million und diese paar machen dann keinen Unterschied mehr. N ist also wieder hier die Anzahl der Elemente, die wir im Array haben, immer dann, wenn wir ein tatsächlich neues Element einfügen wollen. Oder eben die Position, N gibt die Position an, ansonsten, wenn das Element schon vorhanden ist. Das kann natürlich sein, dass wir das wieder sehr früh feststellen, dann hätten wir wieder diesen Best Case gewissermaßen. Aber der Worst Case und wahrscheinlich sogar der Regelfall, wenn wir davon ausgehen, dass wir meistens dafür sorgen schon vorher, dass wir nur neue Elemente einfügen, wird also der Regelfall hier sogar vermutlich der sein, dass wir 3n-Schritte brauchen. Als drittes nehmen wir uns jetzt noch die Remove-Methode vor. Die können wir jetzt auch wieder uns angucken. Da haben wir wieder diese Schleife, die um fast alles drumherum läuft. Und da sehen wir auch wieder, die läuft von i gleich 0, i kleiner dis data length, i++. Das heißt, sie läuft wieder durch das gesamte Array durch. Und zwar so lange, bis wir eben den Schlüssel gefunden haben. Und was da drinnen passiert, rechts ist es genau aufgeschlüsselt. Ich gehe das jetzt nicht nochmal alles im Einzelnen durch, aber wenn wir da reingucken, stellen wir fest, dass das auch alles relativ elementare Befehle sind. Bei dem thisDataPop, da muss man mal überlegen, ob das tatsächlich in konstanter Laufzeit also nur geht, also nur einen einzigen Schritt kostet. Aber da gehen wir auch mal davon aus, dass das so wäre. Und insgesamt sehen wir aber wieder, wir müssen das gesamte Array durchlaufen, zumindest bis zu der Stelle, wo das Element zu finden ist, also wo wir den Schlüssel finden. Im günstigsten Fall wieder ganz vorne, im Worst Case wieder ganz hinten. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir also auch hier wieder eine Laufzeit, die in der Größenordnung von n liegt, also 3 mal n wieder eben als Anzahl der Schritte, die wir hier ungefähr benötigen. Fassen wir das Ganze einmal zusammen, was wir jetzt gesehen haben. Bei allen drei Methoden ist es also so, dass das Wörterbuch, das Array in diesem Fall, von vorne bis hinten durchsucht werden muss. Wir können gar nicht anders, weil wir immer erstmal nachgucken müssen, ob das Element vorhanden ist. Beim Lookup sowieso, das ist der Job von Lookup. Beim Insert müssen wir erstmal gucken, ist das Element vorhanden? Wenn ja, dann dürfen wir es nicht nochmal einfügen. Und bei Remove müssen wir das Element natürlich erstmal finden, bevor wir es entfernen können. Das heißt also, unser Glücksfall, wie gesagt, ist immer der, das Element steht ganz vorne. Der schlechteste Fall bedeutet, das Element steht ganz, ganz hinten. Das Einfügen von neuen Elementen, wie ich es eben schon angedeutet habe, dauert immer sehr lange, immer nämlich dann, wenn wir eben wirklich neue Elemente einfügen und nicht immer Elemente versuchen einzufügen, die tatsächlich schon im Wörterbuch vorhanden sind. Und das heißt also, das Einfügen ist bei großen Wörterbüchern sehr zeitaufwendig. Das waren jetzt, wie gesagt, der Glücksfall, der Best Case, und der schlechteste Fall, der Worst Case. Und dann gibt es den sogenannten Average Case, den durchschnittlichen Fall. Und der besteht darin, dass wir eben jetzt nachgucken müssen, was sind denn alle Möglichkeiten, die auftreten können, und müssen darüber einen Mittelwert bilden. Also im günstigsten Fall, oder im ersten Fall sozusagen, finden wir das Element schon an erster Stelle. Nehmen wir jetzt mal nur das Lookup als Beispielmethode. Im zweiten möglichen Fall finden wir es an zweiter Stelle. Im dritten an dritter, im vierten an vierter, im fünften an fünfter und so weiter. Alle Eingaben nehmen wir als gleich wahrscheinlich an. Und dann heißt das eben, dass wir im Grunde genommen eben den Durchschnitt darüber bilden müssen. Das heißt, wir addieren sämtliche dieser Laufzeiten. Also 3 Schritte plus 6 Schritte plus 9 Schritte. Das sind ja immer 3, die pro Runde dazukommen. Also mit jeder Erhöhung von n um 1 erhöht sich die Anzahl unserer Schritte um 3. Das heißt also, haben wir das Element ganz vorne, steht 3 Schritte. Wenn das Element an Position 2 steht, 6, dann 9 und so weiter bis eben 3 mal n. Und diese Schritte können wir jetzt eben alle aufaddieren. Und dann müssen wir das einmal durch n teilen, durch die Anzahl der Elemente, die wir haben. Und das bedeutet eben, wir landen im Grunde genommen im Durchschnitt genau in der Mitte. Und das kann man sich eben relativ einfach überlegen. Es ist genauso wahrscheinlich, dass das Element ganz vorne steht, wie dass das Element ganz hinten steht.
Und das heißt eben, die beiden Fälle sind sozusagen, wenn wir nur zwischen den beiden den Mittelwert bilden, würde das Element genau in der Mitte stehen. Das gleiche gilt für das zweite und das vorletzte, das dritte und das drittletzte, das vierte und das viertletzte und so weiter. Und das heißt eben, im Durchschnitt steht das Element immer genau in der Mitte. Das heißt also, unsere Laufzeit ist dann eben auch 3 mal n halbe, also immer noch linear in n. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Geht das in irgendeiner Art und Weise schneller? Das ist jetzt eine Frage, die man sich eben als Informatiker stellt. Die erste Variante, die man sich vorstellen kann, ist, dass wir ein sortiertes Wörterbuch verwenden. Dann könnte man ja vielleicht geschickter vorgehen, als wir das bislang eben getan haben. Die zweite Variante ist die, dass wir vielleicht eine andere Datenstruktur verwenden könnten. Beide diese Varianten werden wir uns in den nächsten Videos angucken. Damit haben wir jetzt einen ersten kurzen Einblick darin bekommen, was es bedeutet, Laufzeitanalysen von Algorithmen durchzuführen, von Verfahren, von Methoden, die wir implementiert haben, und zwar rein theoretisch, auf rein theoretischer Ebene. Wir machen keine Laufzeitmessungen mit der Stoppuhr, sondern wir überlegen uns mit einem vereinfachten Modell, wie die Laufzeit sich verhält. Und wir werden gleich sehen, dass man eben qualitativ hier tatsächlich Fortschritte erzielen kann, indem man andere Implementierungen wählt. Und das ist genau eben, wie gesagt, ein entscheidender Schritt dessen, was die Informatik hier leisten kann, die sogenannte Algorithmik als ein Teilgebiet innerhalb der Informatik. Für den Augenblick soll das gewesen sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.